In dieser Woche blicken wir bei Sund und Meer auf das Jahr 2021 zurück. Wir zeigen Ihnen, was in den Monaten von Januar bis April Spannendes passiert ist, unter anderem mit einem Blick in das Südamerika-Haus des Stralsunder Zoos und in den Laden Nordtisch in der Schillstraße. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem ersten Teil des Jahresrückblicks 2021. Auch dieses Jahr, auch wenn es ein bisschen komisch war, hat mit dem Januar angefangen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Draußen ist es kalt. Man will oder muss sogar zu Hause bleiben. Schnell kommt da Fernweh auf. Man träumt sich an wärmere, exotische Orte. Auch wenn der Zoo Stralsund aktuell noch keine Besucher empfangen darf, sollen eben genannte Träume im Südamerika-Haus in Erfüllung gehen. Zumindest im Ansatz. Zuvor müssen allerdings die Umbauarbeiten abgeschlossen werden, damit die zukünftigen Besucher was erwartet? Ein komplett neu umgestaltetes Südamerika-Haus. Wir werden es eigentlich nicht wiedererkennen. Es werden natürlich die Affen, die wir schon kennen, auch wieder einziehen. Und die haben wir auch noch da. Aber es werden auch neue Tiere einziehen, wie zum Beispiel die Packers, die dazugekommen sind. Dann ist der Chico. Und ja, ein paar, ich will nicht alles verraten, ein paar Überraschungen wollen wir auch lassen. Auf jeden Fall wird es ein sehr, sehr schönes Haus werden. Die Vorfreude ist geweckt und die Spannung steigt, was und wen es bei der Eröffnung des Südamerika-Hauses alles zu entdecken gibt. Einen neuen Bewohner können wir Ihnen aber einfach nicht vorenthalten. Chico, das Kugelgürteltier. Also er ist jetzt ein Dreivierteljahr alt und kommt jetzt auch in die Geschlechtsreife und wiegt so 1200 Gramm ungefähr. Wir wiegen immer jede Woche einmal, damit wir einfach wissen, ne, ob es ihm gut geht, ob er Gewicht verliert oder eben doch zunimmt und auch nicht zu dick wird. Ne, und ja, er hat so Lieblingsspeisen wie eben so Insekten, das ist so die Hauptnahrung in der freien Natur ja auch, Insektenfresser. Und bei uns ist dann sehr gerne das so ein Weichfutter, eine Weichfuttermischung mit Mehlwürmchen und ein bisschen Quark frisst er gern. Ein echter Gourmet, auf proteinreiche Nahrung bedacht. Und innerhalb der Gruppe der Gürteltiere eine echte Besonderheit. Sind doch Kugelgürteltiere die einzigen Vertreter, die sich, wie der Name es bereits verrät, zur schützenden Kugel zusammenrollen können. Dank dieser rundum gelungenen Verteidigungsstrategie haben Kugelgürteltiere kaum natürliche Feinde. Nur gestaltet sich die Partnersuche, so vor der Welt verschlossen, etwas schwierig. Ein Tipp, der für Chico vorerst allerdings noch keine Rolle spielt. Ja, es wird erstmal so sein, dass er erstmal alleine bleiben wird. Denn ganz so einfach ist es nämlich gar nicht, ein weibliches Gürteltier heranzubekommen. Die sind sehr gefragt in der Zoowelt. Und ja, da schauen wir mal. Wir sind auf der Warteliste. Bis dahin kann sich Chico mit seinem neuen Zuhause vertraut machen. Zwar ist der natürliche Lebensraum der Kugelgürteltiere Südamerika, Chico jedoch ist ein Stadtkind und aus dem Zoo Schwerin nach Stralsund gezogen. Daher sollte die Umgewöhnung ihm nicht allzu schwer fallen. Am Anfang war er recht scheu, ne? Aber hat sich jetzt in den 2 Monaten schon sehr gut entwickelt und ist sehr, sehr zutraulich geworden. Also es macht wirklich Spaß, wenn er dann seine Aktivitätsphase hat. Ab 13 Uhr kann man sagen, geht's los. Dann rennt er den ganzen Tag hier durchs Affenhaus momentan, wo er ja wohnt. Und dann kann man ihn anfassen und er kommt an die Schuhe ran und knappert an den Schuhen und so. Also schon ein sehr witziges Tierchen. Die Herzen der Pfleger hat Chico schon erobert und plant selbiges mit dem ihren. Doch bis der zu Stralsund seine Tore wieder öffnet, müssen wir uns gedulden und eine ruhige Kugel schieben. In nur 100 Tagen baut die Hamburger Werft Blohm & Voss 1933 die Gorch Fock. Benannt nach dem auf See gebliebenen Dichter Johann Kienau, Pseudonym Gorch Fock, wird sie bereits damals von der Reichsmarine als Segelschulschiff eingesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Segler außer Dienst gestellt und von der eigenen Besatzung im Strelasund versenkt. 2 Jahre später heben die Sowjets das Schiff und lassen es unter dem Namen Tavarischtsch, zu Deutsch Kamerad, als Ausbildungsschiff über die Weltmeere segeln. Bis Mitte der 90er Jahre hat der Segler rund 400.000 Seemeilen zurückgelegt.
Mehr als 19 Erdumrundungen. 2003 schließlich kauft der Verein Tallship Friends e.V. das Schiff und lässt es in Stralsund umfassend sanieren. Einschließlich Taufe auf den ursprünglichen Namen. Seitdem liegt die dreimastige Bark wieder an der Ballastkiste vor Anker und ist eines der touristischen Highlights der Hansestadt. Lange war ungewiss, wie es um die Zukunft der Gorch Fock steht, denn das Schiff muss dringend saniert werden. Die aktuelle Schwimmfähigkeitsbescheinigung ist im letzten Jahr ausgelaufen. Schon seit Jahren gibt es Überlegungen, was mit dem Segler passieren soll. Eine Lösung, die für alle Seiten zufriedenstellend ist, wurde lange nicht gefunden. Die Herausforderung war auf der einen Seite, die Gemeinnützigkeit des Vereins zu erhalten. Das ist das eine juristische Problem. Und das andere ist, dass wir wollten, dass das Schiff die nächsten 20 Jahre in Stralsund sicher liegen kann, ohne dass die Hansestadt Stralsund dafür finanzielle Mittel aufwenden muss. Das war sozusagen die große, schwere Aufgabe. 2018 schließlich wurde ein Weg gefunden, auf den sich sowohl die Hansestadt, das Land Mecklenburg-Vorpommern als auch der Verein Tallship Friends einigen konnten. Damals erklärte uns Schiffsbauingenieur und Vereinsmitglied Frank Müller die Idee. Wir sind ja vor längerer Zeit schon angetreten und haben uns Gedanken gemacht, wie kann man das Schiff mit einer größeren Summe Geld auf die Bodenwagen helfen, und sind dabei ja dann so weit gekommen, dass wir zunächst mal ein anerkanntes technisches Denkmal des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind. Damit haben wir ja Anspruch auf Landesmittel. Und dann stellte sich aber im weiteren Verlauf heraus, das ist dann eben so, dass diese Landesmittel nur an kommunale Gebietskörperschaften ausgezahlt werden können. Das heißt, müssten über die Stadt an uns weitergeleitet werden. Darüber hinaus muss dann natürlich der Zweck erfüllt werden, dass Eigentum der Stadt gefördert wird. Daraus resultiert also die Variante, von der wir heute sprachen, dass die Stadt das Schiff kauft und dann die Fördermittel aus Schwerin an uns weiterleitet. Die Übereinkunft besteht noch immer. Diese machten Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow und Sven Krumbügel, Rechtsanwalt und Tallship Friends-Mitglied, an Deck des Segelschiffes noch einmal deutlich. Grund für die Pressekonferenz waren erneut aufkommende Zweifel in der Bürgerschaft. Für die Befürchtungen, dass ein Dreimaster die Stadt in Zukunft zu viel kosten würde, gäbe es jedoch keinen Anlass. Die gesamten Sanierungskosten in Höhe von rund 10,5 Millionen Euro werden ausschließlich aus Landesfördermitteln bezahlt. Diese 10 Millionen Euro sind einmal dafür da, das Schiff zu erwerben. Und das Entscheidende ist, dass das Geld für den Erwerb der Verein sofort wieder einsetzt, um die Eigenanteile darzustellen und auch eigenes Geld nochmal, um die Eigenanteile darzustellen, die notwendig sind, um diese Fördermittel zu erhalten. Das heißt, für die Hansestadt Stralsund kostenneutral, mit dem Ziel, in 20 Jahren dann auch noch hier das Schiff toll zu haben, aber zumindest erstmal 20 Jahre eine Situation zu haben, in dem wir eine museale Nutzung hier haben und den Verein auch als Betreiber, als verlässliche Größe hier dauerhaft haben. Im letzten Jahr wurde nach einer EU-weiten Ausschreibung die Planungsleistung für die Sanierung an das Detlef Löll Ingenieurbüro aus Peenemünde vergeben. Und auch die nächsten Schritte werden schon in absehbarer Zeit folgen. Wir wollen als Stadt sozusagen, dass die Entscheidung der Bürgerschaft dieses Jahr noch fällt für den Erwerb des Schiffes. Dazu ist es jetzt notwendig, dass wir im letzten Jahr ja nochmal beauftragt haben, die Planungsleistungen. Und die sorgen eben dann dafür, dass man auch die Fördermittel dann zugesprochen bekommt. Und wenn man das alles hat, dann kann der Erwerb stattfinden. Und all das soll eben noch gegen Ende dieses Jahres stattfinden. Noch 2022 sollen die Ausschreibung und die Auftragsvergabe für die Werftarbeiten an der Gorch Fock erfolgen. Bereits zur Saison 2023 wird mit der Fertigstellung gerechnet. Damit der Großsegler auch für die nächsten zwei Jahrzehnte sicher in seinem Heimathafen liegen kann, werden bei den Sanierungsarbeiten vier Bereiche erneuert. Um die Schwimmfähigkeit zu gewährleisten, muss das rote Unterwasserschiff restauriert werden. Auch die Takelage und die Bordtechnik werden auf den neuesten Stand gebracht. Und das Museum wird überarbeitet und umgebaut. Dass die Gorch Fock in Zukunft wieder in See stechen soll, steht zurzeit nicht im Fokus des Vereins. Langfristig ist es jedoch das Ziel der Tallship Friends, die Weiße Bark endlich wieder über die Wellen der Ostsee segeln zu lassen. Werbelicht Dr. Jahn GmbH. Seit 30 Jahren ein zuverlässiger Partner für Werbung aller Art.
Auf den modernen Videoleinwänden an 8 verschiedenen Standorten in Mecklenburg-Vorpommern verteilt, werden Ihre digitalen Werbeideen von uns in Szene gesetzt. Alle weiteren Informationen erhalten Sie auf www.werbelicht-jahn.de. Werbelicht Dr. Jahn GmbH. Papa wird dich mögen. Sei einfach du selbst. Ganz entspannt. Hi. Kommt rein. Sie wollen also mit meiner Tochter zusammenziehen. Wovon leben Sie eigentlich? Vom Dispo. Wie wär's mit einer kleinen Spritztour? Sprechen Sie nicht mit den Falschen über Geld. Sprechen Sie mit uns. Und TV können Sie jetzt auch ganz bequem von unterwegs aus sehen, mit unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone. Die ersten Geschichten der Menschheit schrieben die Sterne. Der Blick nach oben schuf Helden und Gegenspieler. Auch damals war es ein wenig Alltagsflucht und Verarbeitungsstrategie. Die Gebrüder Lumière, Hitchcock, Cameron. Große Namen für eine große Leinwand, die hoffentlich bald wieder erstrahlt. Jede Kunstform braucht ihre Sphäre, um in Gänze zu wirken, lebendig zu werden. Diese Euphorie, das hat man nicht, wenn man vor einem Fernseher sitzt. Das ist nicht dasselbe. Und diese Euphorie, diese Glücksgefühle, die gehen einfach verloren. Und deshalb ist Kunst so wichtig, weil man braucht einen Ausgleich zu seiner Arbeit. Deshalb braucht man die Kunst, die Kultur, um wieder zu sich zu finden, um sein Inneres, was man jetzt gerne ausdrücken möchte, auch ausdrücken kann. Das muss ich einfach so sagen. Darum ist Kunst so wichtig. Aber genau das fehlt dem Inhaber des traditionsreichen Kinos in Ueckermünde seit Monaten. Ein Ende der Durststrecke ist für Cineasten seit dem zweiten Lockdown im November noch nicht in Sicht. Viele von diesen mussten zwangsläufig auf Streamingdienste zurückgreifen, um die Filmwelt nicht völlig aus den Augen zu verlieren. 2019 sah es noch ganz anders aus. In diesem Jahr konnte die Kinobranche Einnahmen von rund 42 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Anbieter wie Netflix, Amazon Prime und Apple TV konnten pandemiebedingt 2020 viele neue Kunden für sich gewinnen. Christoph Kemke, Theaterleiter des CineStars in Greifswald, ist davon überzeugt, dass dies nur eine Momentaufnahme sein wird. Man kann Streaming nicht mit Kino vergleichen. Das sind im Prinzip wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Kino auch weiterhin seinen Platz haben wird. Nämlich gerade als Alternative zum Streaming, wenn man nämlich mal was Besonderes erleben möchte. Und auf der Couch zu sitzen und dann auf einem 65-Zoll-Fernseher zu schauen mit einer 5.1-Anlage und dann bei Netflix einen Film zu streamen, das ist bestimmt ganz nett. Aber es kommt ja mitnichten an das Erlebnis ran, was man hat, wenn man ins Kino geht. Die Technik ist natürlich auch bedeutend besser als alles, was man im Heimkinobereich derzeit erwärmen könnte und sich hinstellen könnte. Also von daher, das Wohnzimmer ist keine Konkurrenz für den Kinosaal. Wer kennt nicht den Unterschied zwischen einem Bildschirm und dem Kinoerlebnis, mit dem Geruch von Popcorn, weichen Sesseln und dem Gefühl, mittendrin zu sein. Gewiss ist für viele Geld ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, sobald Kultur im öffentlichen Raum wieder stattfinden darf. Um Geld geht es natürlich auch für die Betreiber der Lichtspielhäuser. Wir halten die Technik so weit am Laufen, und dass wir sie wöchentlich einmal starten, damit sie eben auch nicht verstaubt. Wir müssen Wartungsarbeiten trotzdem machen, die uns ganz viel Geld kosten. Ne, weil man selber darf nicht an das Gerät ran. Da kommt einer, dem das
der die Software entwickelt hat. Und das kostet alles wirklich Geld. Und wir warten und warten und warten und warten nicht nur die Geräte, sondern wir warten eben auch auf die Filme, dass wir sie endlich wieder spielen können. Aber es würde von heute auf morgen, würde alles funktionieren, weil wir bereit sind. Neben den Wartungsarbeiten verschlingen auch die Mieten viel Geld. Das gilt sowohl für die großen Ketten der Branche als auch lokale Kinos. Ein weiterer Aspekt sind die Personalkosten. Das eingeschworene kleine Team von Christian Gul ist in Kurzarbeit. Die Kollegen von Herrn Kemke ebenso. Um von heute auf morgen starten zu können, bemühen sich beide um Zusammenhalt innerhalb ihrer Teams. Sinistar zahlt dafür anteilig das Gehalt der geringfügig Beschäftigten, sogar aus eigener Tasche. Egal, ob man in Ueckermünde, Greifswald oder auf Rügen im UC-Kino Bergen nachfragt, die staatlichen Förderungen sind bisher kaum oder gar nicht angekommen. Und so müssen andere Einnahmequellen gefunden werden. Was wir im Prinzip seit letzten Jahr im November, seit wir die Beschulung ausgetauscht haben, dass wir den Gästen die Möglichkeit geben, die alten Kinosessel zu erwerben. Für den Kinoheimkeller, wofür auch immer, für, weiß ich nicht, das sind ja unsere schönen Sitze, haben natürlich ein bisschen, ein paar Jährchen auf dem Buckel. Aber wie gesagt, es gibt einige Interessen, die sich so ein Ding dann nach Hause holen. Auch in Ueckermünde wird für ein bisschen Erhalt von Kinoatmosphäre Sorge getragen, verbunden mit einer kleinen Bitte. Also für uns, ja, man kann im Moment nicht viel für uns tun. Das Einzige, wo wir immer froh sind, gerade wenn wir täglich von 17 bis 20 Uhr hier unsere Pforten öffnen, um eben unsere Snacks anzubieten, sich vielleicht eben die hier auch zu gönnen. Und für uns ist eigentlich viel wichtiger, ab und zu vielleicht mal 5 Minuten ein Gespräch zu führen. Wenn man ab und zu mal einen Popcorn bei uns kauft und dann ein bisschen mal vielleicht 5 Minuten mal Zeit hat und ein bisschen Gespräch mit uns führt, das hilft uns am meisten. Was sind schon ein paar Minuten für Menschen, die einem sonst Stunden geben? Auch die Branche ist ein bisschen zusammengerückt. Das betonen alle Kinobetreiber. Christoph Kemke aus Greifswald hofft, dass bald wieder das möglich ist, was für ihn seinen Beruf ausmacht. Ich bin davon überzeugt, wenn wir hier aufmachen, dann trägt auch Kino wieder dazu bei, dass man ein Stück weit zum geordneten und normalen Alltag zurückfinden kann. Und darauf freuen wir uns, darauf freut sich das ganze Unternehmen, darauf freue ich mich persönlich hier am Standort Greifswald, aber natürlich auch für die gesamte Branche, die, glaube ich, jetzt genug durchgemacht hat und so langsam aber sicher wieder dahin zurückkehren möchte, zum Kerngeschäft, nämlich Filme zeigen auf der großen Leinwand. Darum geht es im Endeffekt, ja. Dann ist wieder Platz für Geschichten, die nicht nur das eigene Leben schreibt, sondern uns eine kleine Auszeit von eben diesem ermöglichen. Geile Stimmung, tolle Leute und natürlich Live-Musik. Das war die Vision des Stralsunder Mukubi-Vereins in der Bühne Blechberg. Bis Anfang März letzten Jahres konnte der Verein diesen Traum nachgehen. Dann kam Corona. Das Kulturleben wurde deutschlandweit auf Null heruntergeschraubt. Konzerte und Veranstaltungen abgesagt, Kultureinrichtungen geschlossen. Auch die Bühne Blechberg blieb hier nicht verschont. Es musste umgedacht werden, denn Kultur ist eines der wichtigsten Güter einer Gesellschaft. Ein neues Format soll wieder Leben auf die kleine Bühne bringen. Wir haben ein Programm aufgelegt, das Genial Regional, so heißt es, dass wir regionale Künstler, regionale Musiker, Bands, wie auch immer, auf die Bühne bringen wollen. Wir haben hier Bühne Blechwerk sehr viele internationale Leute schon gehabt, aus Kanada, aus Südafrika und wirklich also nicht nur regionale. Das geht aber momentan ja alles nicht. Wie ihr wisst, dürfen nicht mal Leute aus Greifswald einreisen. Und deswegen versuchen wir uns auf die regionale Musikszene zu beschränken, was auch nicht ganz einfach ist, weil die Musiker stellenweise gar nicht auf die Bühne dürfen, weil das dann nicht zum Beruf zählt und wie auch immer, wenn wir einen einzigen hier auf der Bühne haben, dann geht es. Aber es gibt eben nicht nur Solo- oder Duo-Künstler in Stralsund und Umgebung, sondern eben auch andere Bands. Damit das jedoch klappt, musste in den Räumlichkeiten der Lindenstraße 142 so einiges passieren. Während die Bühne Blechwerk nämlich für den Live-Betrieb unter Normalbedingungen ganz gut ausgestattet war, sind Vorstellungen während einer globalen Pandemie hingegen was ganz anderes. Hier bedarf es nämlich einiger weiterer Maßnahmen.
Um diese umsetzen zu können, beantragte der Verein hinter der Bühne Blechwerk unterschiedlichste Fördermittel. Wir haben ganz viel Geld bekommen für eine Lüftungsanlage, die hier installiert wurde, für neue Sanitärräume, für quasi, dass alles irgendwie Corona-konform, hygienemäßig super ausgestattet sein kann. Des Weiteren haben wir über den Bundesverband Soziokultur Mittel bekommen, über die Ehrenamtsstifte Mittel bekommen, um hier die Bühne zu erneuern, Kameras zu installieren, neues Licht zu machen, also ganz viel Zeug. Das waren so die Anträge, bis ich glaube Ende November oder so haben wir alle durchgehabt und haben auch Zusagen bekommen, was uns riesig gefreut hat. Dann ging es in der zweiten Januarwoche los mit den Umbaumaßnahmen. Das hat bis vor Ostern gedauert, also schätzungsweise waren das fast 3 Monate. Es sah hier aus wie auf einer Großbaustelle. Und ich habe da ziemlich viel begleiten müssen, was man so als Bauherr dann in dem Fall machen muss. Ja, und dann war das fertig und wir haben alles installiert und ich war total glücklich, alles neu machen zu können. Aber auch gleichzeitig total traurig, weil die Perspektive, hier wirklich aufmachen zu dürfen, war nicht da. Ein Dank geht hier an die Vereinsmitglieder raus, die trotz ihrer alltäglichen Arbeit tatkräftig beim Umbau mitgeholfen haben oder dem Verein auf andere Wege helfen. Die Kameratechnik haben die Musiker Jens Schnibben und Lars Engelbrecht am 28. April erstmals für einen Livestream genutzt. Nach den ursprünglichen Hürden beim Technikaufbau sind sie sich jetzt aber sicher, dass die zukünftigen Online-Veranstaltungen ohne Probleme über die Bühne gehen werden. Jens, alias Bum Bum Crazy, hält den Kopf hoch und möchte seinen Optimismus gerne an uns und an Sie, liebe Zuschauer, weitergeben. Ich weiß nicht, wie ich mich jedes Mal motivieren kann, das zu machen, aber ich kann es irgendwie. Ich wache morgens auf und habe Bock, das zu machen und ich will das machen, weil ich nicht den Kopf in den Sand stecken will. Auch wenn ganz, ganz, ganz viel danach aussieht und ich jeden Tag manchmal wieder einen Arschtritt kriege von irgendwelchen Maßnahmen, die hier gemacht werden. Trotzdem versuche ich positiv zu bleiben, das würde ich euch auch mitgeben wollen. Schaltet uns ein, versucht uns zu unterstützen und zu verstehen, was wir hier machen. Denn wir machen das natürlich für uns und weil wir das mit Leidenschaft machen, aber vor allem für euch. Ja, und deswegen schaltet uns ein, sagt's weiter und vielleicht habt Bock, bei uns mitzumachen. Das wäre so eine Message. Stay positive. Für Liebhaber von Regionalität und nachhaltigen Lebensmitteln gibt es in der Schillstraße 18 in Stralsund einen neuen Anlaufpunkt. Am 14. April eröffneten hier Stefanie Walter und ihr Cousin Sebastian Ärmel den neuen Regionalprodukteladen Nordtisch. Vor etwa 3 Jahren gründeten die beiden das Café Südwest in der Bahnstraße. Eines ihrer wichtigsten Anliegen ist es seither, ihr dortiges Angebot fast ausschließlich mit Erzeugnissen aus der näheren Umgebung zu bereichern. Daher haben wir schon seit 2,5 Jahren unheimlich viele Kontakte zu verschiedenen Produzenten und Erzeugern. Und wir haben einfach gemerkt, dass eine unheimlich große Nachfrage von unseren Gästen da war, diese Produkte halt auch zu kaufen, zu verschenken, selber am Wochenende zuzubereiten. Und von daher haben wir diese Idee schon immer gehabt, dass wir unsere Produkte auch gerne verkaufen wollen würden. Der etwas ungewöhnliche Name des kleinen Ladens ist übrigens nicht ganz neu. Im Café Südwest gab es bereits ein Regal mit selbstgemachten Marmeladen und Chutneys unter dem Namen, die dort zum Verkauf angeboten wurden. Aber es bringt auch nochmal prägnant auf den Punkt, wofür der Laden steht. Nordtisch ist so entstanden, unser Café heißt ja Südwest, also weil wir aus dem Norden eben kommen oder aus dem Nordosten und wollen so ein paar Eindrücke mitbringen aus dem Südwesten und den Leuten ein bisschen Weltoffenheit näher bringen. Und Nordtisch ist nochmal das zu zeigen, wo wir eigentlich herkommen, aus dem Norden und diese ganzen nordischen Produkte, die wir hier haben, hier auch zu genießen und auf den Tisch zu bringen. Deswegen ist es Nordtisch, nordisch auf dem Tisch sozusagen. Weltoffenheit spiegelt sich auch beim Blick in das Warenangebot wider, auch wenn es für einen Regionalprodukteladen erstmal paradox klingt. Regional bezieht sich hier nämlich nicht ausschließlich auf Zeugnisse aus Mecklenburg-Vorpommern. Auch aus anderen Bundesländern finden bestimmte Waren ihren Platz im Regal. Schließlich gibt es auch in anderen Gegenden der Republik tolle regionale Produkte. Wir stehen schon dafür, dass wir ganz spezielle Produkte haben möchten, die Produzenten dahinter kennenlernen und auch wissen, dass sie mit ganz viel Herzblut, genauso wie wir, an ihrem eigenen Produkt arbeiten und auch wissen, wo ihre Erzeugnisse herkommen, die sie eben verwenden für ihre Produkte. Unsere Produkte, die wir hier verkaufen, kommen tatsächlich zum Großteil einfach aus MV. Das ist auch der Nachhaltigkeit einfach geschuldet und der Nähe, die wir dann zum Produkt haben können, weil wir selber zu unseren meisten Produzenten einfach fahren und uns die Produkte auch abholen teilweise. Das Angebot auf den wenigen Quadratmetern ist beeindruckend und lädt zum ausgiebigen Stöbern ein. Saisonal soll demnächst auch zusätzlich frisches Gemüse mit ins Produkt aufgenommen werden. Frische Molkereiprodukte gibt es schon jetzt. Und auch hier zeigt sich erneut die Verbundenheit zu ihrer Heimat. Vorpommern-Rügen liegt den beiden Jungunternehmern bei der Produktauswahl besonders am Herzen.
Wir haben schon seit 2,5 Jahren jetzt Kontakt zu der Bäckerei Peters von Rügen, zur Landfleischerei in Gardemo, Wildbret MV. Wir haben ganz viele Käsereien und also Ziegenkäse beispielsweise, Schafskäse, aber auch ganz normal Kuh. All diese ganzen Molkereierzeugnisse bekommen wir ja tatsächlich auch schon einfach im Südwest. Und die Kontakte haben wir einfach aufrechterhalten und einfach weiter gefragt, wen kennt ihr denn noch, was können wir denn noch mit anbieten, was ist ein Produkt, was gut läuft. Und genauso sind wir da halt rangegangen und dann sind wir einfach zu jedem einfach hingefahren. Nur 3 Monate hat es gedauert, das kleine Geschäft in der Schillstraße aus der Taufe zu heben. Während im Café Südwest der Betrieb im vergangenen halben Jahr Corona-bedingt auf Liefer- und Abholdienste reduziert werden musste, hatte die Pandemie nebenbei aber auch einen ungeahnt positiven Effekt. Ich habe so viele gute Menschen an meiner Seite, so wie Basti beispielsweise, der ja immer bei mir ist, auch mit dem anderen Laden, der da auch immer unterstützt und sagt, auf jeden Fall machen wir, coole Idee. Und Corona spielte dabei eigentlich eher eine Nebensache. Der einzige Grund, wo Corona vielleicht mit ins Spiel kommt, war, dass ich Zeit hatte. Also man hatte einfach Zeit, seine Ideen auch so ein bisschen zu entfalten. Sonst wäre man vielleicht nie darüber gestolpert, über den Laden. Oder vielleicht ja, wäre das halt einfach so nicht entstanden. Aber tatsächlich, wenn man so eine Idee hat und so eine Chance, dann sollte man die auch einfach nutzen. Und auch das dürfte den einen oder anderen freuen. Die aus dem Südwest beliebten veganen Kuchen kann man bei Nordtisch nun auch wieder zum Mitnehmen bekommen. Das Café in der Bahnstraße hat seinen Fokus inzwischen nämlich auf Frühstück gelegt. Außer dienstags ist Nordtisch täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Wer Regionalität unterstützen möchte, ist hier genau richtig. Ja, liebe Zuschauer, damit sind wir leider auch schon wieder am Ende unseres ersten Jahresrückblicks angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten in der nächsten Woche wieder ein, denn dann melden wir uns mit dem zweiten Jahresrückblick. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zur nächsten Woche. Machen Sie es gut.